Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wie Sie sehen, es ist Juni und das Wetter lässt wirklich zu wünschen übrig. Das schlägt natürlich auch auf die Stimmung nieder. Wir fragen uns, wann geht die Welt unter? Die Münsteraner, was sie von dem Gerücht halten, dass am 21.12.2012 die Welt untergehen soll. Man hat ja auch an dem Maya-Kalender viele Ereignisse sind ja wirklich eingetroffen. Man hat ja auch schon nachbewiesen, dass wirklich Sonneneruptionen da stattfinden werden dieses Jahr. Sehr starke. Aber ich glaube nicht, dass der Weltuntergang passieren wird. Glauben Sie an den Weltuntergang 2012? Mit Sicherheit nicht. Warum nicht? Weil die ganzen Geschichten, glaube ich, irgendwo immer pressemäßig losgemacht werden und sowas. Und das ist für mich also überhaupt kein Thema. Glauben wir an den Weltuntergang 2012? Nein! Also der Weltuntergang, und da habe ich mich heute Morgen noch im Radio das schlau gemacht, wird nicht stattfinden, weil es einfach nicht passt. Warum nicht? Die Wissenschaftler sagen, kann gar nicht sein. Man wüsste die Bahnen der Planeten, die eine Kollision verursachen könnten. Und da ist keiner in Aussicht. Warten wir ab, falls die Welt wirklich untergeht. Werden wir es ja früh genug merken. Was würden Sie da machen? Oh, weiß ich nicht. Überlege ich dann spontan. Ich denke, da kann ich jetzt auch noch nicht so viel drüber planen. Humbug. Also ehrlich, es wäre ja traurig, wenn wir jetzt sagen, so, oh Gott, jetzt geht die Welt unter. Was mache ich denn noch mal eben kurz? No. Was würden Sie dann noch machen? Was ich dann noch machen würde? Also wir genießen jetzt schon unser Leben. Ich würde, glaube ich, genauso weitermachen. Das ist erschreckend. Das glaube ich aber nicht. Warum nicht? Was spricht denn dafür? Der Maya-Kalender besagt das. Der sagt das, ja. Wie heißt der noch? Nostradamus oder was? Nostradamus, der hatte ja sowas auch prophezeit, schon vor Jahren. Und das ist auch nicht in Erfüllung gegangen. Also ich glaube es einfach nicht. Was würden Sie denn machen, wenn es passieren würde? Weglaufen. Die Münsteraner sind optimistisch und glauben, dass die Welt nicht untergehen wird am 21.12.2012. Und wenn doch, dann laufen sie einfach weg.